Audiospuren bearbeiten, Dialogschnitt, Vertonung. Diese drei Themen erwarten euch im zweiten Teil aus meiner Workshop-Reihe Dialogschnitt im Hörspiel. Also dranbleiben! Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und möchte euch im zweiten Teil aus meiner Workshop-Reihe Dialogschnitt im Hörspiel zeigen, wie ich meine Hörspiel schneide bzw. wie ich den Dialogschnitt mache. Dazu habe ich das Video grob unterteilt in drei Themen. Erste Thema wäre Bearbeitung der Audiospuren. Da geht es darum, was noch zu tun ist. Müssen wir vielleicht die Audiospuren ein bisschen restaurieren? Muss man die Lautstärken anpassen und so weiter? Im zweiten Teil geht es dann um den Dialogschnitt. Der Dialogschnitt selber ist nicht besonders kompliziert. Deswegen habe ich den Schwerpunkt auf das Timing und auf das Panning gelegt. Man muss einfach so ein bisschen Feingefühl haben, wann Pausen gemacht werden und wann nicht. Zeige ich euch aber auch später. Zu guter Letzt kommt die Vertonung. Hier zeige ich euch, welche Sounds ich benutze, wann ich sie benutze und welche Bibliotheken ich benutze. Aber ich würde sagen, wir quasseln nicht lange, wir legen direkt los, also dranbleiben. Bevor ich mit dem eigentlichen Dialogschnitt anfange, muss ich natürlich einmal die Lautstärken überprüfen. Dazu ziehe ich mir alle Audiospuren erstmal in Cubase und höre sie mir an. Dann fange ich an, die einzelnen Klangbilder so zu bearbeiten, dass die in der Szene auf jeden Fall stimmig sind, dass die einzelnen Spuren auf jeden Fall zueinander passen. Dazu habe ich so eine ganze Reihe Tools, die ich benutze. Die benutze ich nicht alle gleichzeitig, sondern abhängig vom Audiomaterial gucke ich, dass ich immer so ein, zwei davon benutze, um das Klangbild einfach ein bisschen zu bearbeiten. Und zwar das erste Tool ist hier der Passive EQ. Das ist ein ganz klassischer Equalizer, wo ihr einfach die Tiefen, die Mitten und die Höhen einfach betonen könnt oder ein bisschen absenken könnt. Und das gilt für Stereo und für Mono. Und ihr habt dann noch Möglichkeiten, die Bänder so ein bisschen flacher oder ein bisschen steiler zu machen. Das heißt, kommt das Signal ein bisschen krasser rein oder so ein bisschen smoother. Das könnt ihr auch alles Mögliche einstellen. Dann könnt ihr unten noch die Kilohertz-Zahl einstellen, also wo das stattfinden soll, und damit könnt ihr schon eine ganze Menge machen. Damit müsst ihr nicht zwingend das wirklich lauter machen, das Signal, aber ihr könnt bestimmte Sachen hervorheben, was später so den Eindruck verbessert, was die Lautheit angeht. Deswegen finde ich diesen Passive EQ eigentlich ganz gut, weil ihr habt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten in das Signal einzugreifen, könnt aber trotzdem eine ganze Menge damit machen. Das ist Tool 1. Das nächste Tool, das ist hier die Master Suite. Die habe ich mir vor kurzem zugelegt, weil ich wollte einfach ein Tool haben, wo ich wirklich so auf die, wo ich die Loudness bestimmen kann. Und ich wollte nicht einfach nur irgendein Tool haben, was einfach was lauter macht, sondern ich wollte wirklich ein Tool haben, was wirklich schön in die Lautstärke eingreift. Und deswegen habe ich mir diese Master Suite gekauft. Ich meine, die hat zwischen 30 und 40 Euro hat die gekostet. Und zwar ist das nicht einfach nur so ein dB-Verstärker, sondern hier geht es um die Durchschnittslautstärke. Deswegen wird hier oben das auch in Lufs angegeben und nicht in Dezibel. Lufs sind halt die, also ist die Loudness Unit Full Scale. Und also ihr könnt euch eigentlich merken, ein Luf ist ein dB. Und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, noch weiter einzugreifen. Ihr könnt hier auch wieder die Tiefen, die Mitten und die Höhen ein bisschen anheben oder absenken, wie ihr das wollt. Ist wirklich ein ganz schönes Tool. Dann das nächste, das ist der TDR Nova. Und auch hier habt ihr vier Bänder, die habe ich jetzt mal alle hier mal eingeschaltet, wo ihr bestimmen könnt, ob ihr die Tiefen anheben oder absenken wollt, genauso wie die Mitteltöne oder hier die Hochtöne. Und ihr könnt auch hier wieder noch so eine leichte Verstärkung einbauen. Ne, hier, das ist die, also Outgain heißt hier, das Signal, was rausgeht, wird verstärkt. Und ihr könnt hier halt noch einen Hochpass- und einen Tiefpassfilter mit einbauen. Also das ist wirklich ein sehr gutes Tool, was auch wirklich sehr schön ins Klangbild eingreift. Und vor allem, es ist kostenlos. Allein deswegen würde ich euch dieses Tool empfehlen. Dann das nächste. Der De-Esser von Hofer. De-Esser macht im Prinzip nichts anderes als so scharfe S-Laute zum Beispiel einfach ein bisschen absenken. Ihr könnt hier oben einstellen, ab wann der De-Esser quasi greifen soll. Hier unten seht ihr den Threshold, also den Schwellenwert, ab wann der eingreifen soll. Und dann
würde er automatisch erkennen, wann ein scharfer S-Laut kommt und den halt so ein bisschen absenken. Das ist, wie gesagt, auch ein ganz gutes Tool. Kommt nicht ganz so oft zum Einsatz, weil, wie gesagt, ich brauche es halt nicht immer. Nur immer dann, wenn die S-Laute einfach zu scharf sind. Sollte aber in keiner DAW fehlen. Ist allerdings kostenpflichtig und die Hofer-Sachen sind immer so ein bisschen teurer. Aber ich bin der Meinung, das lohnt sich auch. Dann zum Schluss haben wir hier noch den Solidbus Comp, also so ein klassischer Kompressor. Und den benutze ich eigentlich nicht ganz so häufig, weil ich habe andere Tools mittlerweile, wo ich das so ein bisschen besser steuern kann. Hier ist einfach für mich interessant die Funktion von dem Make-up. Make-up bedeutet, dass ihr den Sound nicht einfach lauter macht, sondern er wird insgesamt satter und klingt dadurch natürlich auch ein bisschen lauter. Ansonsten sind die Funktionen ganz genauso wie im ganz normalen Kompressor. Hier seht ihr, wie der Kompressor arbeitet. Ihr könnt hier den Attack anschalten. Ihr könnt hier natürlich auch wieder den Schwellenwert einschalten, also ab wann der Kompressor anfängt. Und dann gibt es natürlich diese klassischen, also die Ratio und Release. Also das heißt, wie die Ausklingzeit ist und so weiter. Wie gesagt, benutze ich mittlerweile nicht mehr ganz so oft, weil mit den anderen Tools komme ich auch ans Ziel und da kann ich eben noch zusätzlich ein paar Sachen mehr einschalten. So, das war jetzt auch nur einmal so grob eine Übersicht von den Tools, die ich benutze. Wenn ich jetzt jedes Tool ganz genau erklären würde, würde es einfach hier dieses Tutorial sprengen. Deswegen habe ich euch einfach nur mal ganz kurz so eine Übersicht geben wollen, mit welchen Tools ich arbeite, um die einzelnen Sounds oder die Sprecherspuren so ein bisschen aufeinander abzustimmen. Gut, wenn wir das alles gemacht haben, geht es auch schon los. Ich habe im Teil 1 ja schon erklärt, wie ich grob das Projekt so arrangiere. Ich habe halt arbeite hier mit Ordnern, wo ich dann die ganzen Spuren reinlege. Hier seht ihr oben meine Sprecherspuren. Ne? Ich mache es halt auch mal so, dass bei den Hauptsprechern ich alle Geräusche, die direkt mit der Person zu tun haben, dass ich die oben mit in die Sprecherspuren lege, also hier oben in den Sprecherordner. Ihr seht das hier. Hier ist noch die Bewegung von Simon und die Schritte von Simon und das hier oben sind ist der Sprechertake von Simon. Ich mache das eigentlich nur wegen der Übersicht, weil dann es ist so ein bisschen einfacher, wenn ich die Sounds zu den Personen auch direkt an der Sprecherspur habe, weil ich habe in manchen Projekten habe ich wirklich unheimlich viele Geräusche und man kommt irgendwann wirklich durcheinander, wo gehört jetzt welches Geräusch hin. Deswegen mal ganz grob, hier unten seht ihr, habe ich dann an die Spur für Geräusche. Wir hören uns jetzt einmal die Szene ungefähr bis hier an und dann erkläre ich euch Stück für Stück, wie ich diese Szene aufgebaut habe. Hören wir uns einmal an. Laura, das bringt doch nichts. Setz dich, bitte. Jan ist ganz allein da oben und wer weiß, was sie mit ihm anstellen. Ich weiß, aber wir können hier nichts ausrichten. Janusz Stark, das weißt du. Genau. Er ist ein zäher Hund. Ja, aber er ist schon geschwächt. Es ist nur... Dieses tatenlose Warten macht mich einfach fertig. Wir wissen doch alle, worauf das hier hinauslaufen wird. Laura, das wissen wir nicht. Wir werden eine Lösung finden. Aber wir müssen jetzt die Nerven behalten, verstehst du? Auch wenn es schwerfällt. Okay, bis dahin. Also in der Szene ist es folgendes, die drei sitzen in einer Zelle fest und Laura rüttelt da so ein bisschen an den Käfigen, an den Stäben herum. Und Jan, das ist der Soldat in der Geschichte, ist von den Entführern quasi, wird gerade verhört und die machen sich halt Sorgen. Deswegen nur als Verständnis, darum geht es in der Szene. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe durch die Nummerierung, die ich euch auch in Teil 1 erklärt habe, konnte ich halt relativ zügig den Dialog arrangieren. Das heißt, ich wusste, welcher Take kommt wann. Also ihr seht ja hier, das ist Take 1, das ist Take 2, das ist Take 3, das ist Take 4 und das ist Take 5. Wir haben das also jetzt hier einfach fertig arrangiert. Und worauf kommt es aber beim Dialogschnitt an? Also ich bin der Meinung, dass das Timing einfach das Wichtigste ist in einem Dialogschnitt. Das heißt, wenn Leute sich unterhalten, dürfen die Pausen einfach nicht zu lange sein, sie dürfen auch nicht zu kurz sein, weil manchmal hört es sich so an, als wenn er dir ins Wort fällt, aber dabei passt das überhaupt nicht zu der ganzen Situation. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal nur den Dialog zwischen Laura, Simon und Karin, wie ich es gemacht habe. Und dann werde ich einfach die Abstände nochmal verändern und ihr hört selber, ob es sich jetzt besser oder schlechter anhört. Ich
stell die Stimmen mal eben auf Solo. So, und wir hören uns das jetzt mal bis hier nochmal an. So. Laura, das bringt doch nichts. Setz dich, bitte. Jan ist ganz allein da oben und wer weiß, was sie mit ihm anstellen. Ich weiß, aber wir können hier nichts ausrichten. Jan ist stark, das weißt du. Genau. Er ist ein zäher Hund. Ja, aber er ist schon geschwächt. Okay, hier hätte ich gesagt, der Dialog hört sich natürlich an. Die Leute sind so ein bisschen aufgebracht, deswegen sind die Pausen auch nicht ganz so lange. Was würde aber jetzt passieren, wenn ich die Pausen tatsächlich einfach deutlich länger mache? Und zwar werde ich die mal hier verlängern, hier verlängern, hier verlängern und auch hier verlängern. Hören wir uns das nochmal an. Laura, das bringt doch nichts. Setz dich, bitte. Jan ist ganz allein da oben und wer weiß, was sie mit ihm anstellen. Ich weiß, aber wir können hier nichts ausrichten. Jan ist stark, das weißt du. Genau. Er ist ein zäher Hund. Ja, aber er ist schon geschwächt. So. Ich hätte hier gesagt, so ganz falsch klingt es nicht, aber es hat einfach eine andere Dynamik. Die Leute nehmen sich ein bisschen mehr Zeit zu sprechen und nehmen sich mehr Zeit zu antworten. Und ich finde einfach, das wäre jetzt mir schon zu lang, weil die sind ja ein bisschen aufgeregt, weil ihr Freund gerade oben gefoltert wird. Also ist der kompakter, dynamischer. Hier hätte ich dann gesagt, die Pausen wären schon ein bisschen zu lang. Machen wir aber das Ganze nochmal rückgängig und machen jetzt die Pausen noch kürzer, weil ich der Meinung bin, vielleicht klingt es damit noch dynamischer. Gehen wir hier näher ran, hier muss ich deutlich näher ran, nochmal kurz die Enden überprüfen, dahin, so, und vielleicht nochmal so dahin. Also das gleiche nochmal mit kürzeren Pausen. Laura, das bringt doch nichts. Setz dich, bitte. Jan ist ganz allein da oben und wer weiß, was sie mit ihm anstellen. Ich weiß, aber wir können hier nichts ausrichten. Jan ist stark. Das weißt du. Genau. Er ist ein zäher Hund. Ja, aber er ist schon geschwächt. Okay, hier ist es ein bisschen übertrieben. Also hier vorne, hätte ich gesagt, würde es vielleicht noch funktionieren. Hier hinten einfach viel zu eng. Das heißt, die Leute fallen sich gegenseitig ins Wort, obwohl sie noch gar nicht zu Ende gesprochen haben. Klingt nicht so richtig sauber. Auch hier hätte ich gesagt, probiert es einfach aus, hört euch die Szene an, ob es natürlich klingt oder nicht. Weil der Dialogschnitt an sich ist eigentlich kein Hexenwerk. Da gibt es jetzt auch nicht so unendlich viel zu erklären. Es ist einfach, ihr müsst einfach das richtige Timing finden, so wie ihr euch das vorstellt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, die sollen dynamischer klingen, macht die Pausen einfach ein bisschen kürzer. Manchmal ist es sinnvoll, auch jemanden wirklich so ins Wort fallen zu lassen, dann muss es aber auch gewollt sein und nicht einfach, weil die sich unterhalten und ihr habt die Pausen zu kurz gemacht, klingt das einfach nicht natürlich. Aber bei manchem ist es ja so, wenn man jemanden widersprechen möchte oder so, dann kann man den ruhig so ganz leicht ins Wort fallen lassen. Aber damit ist der Dialogschnitt, so wie ich ihn mache, ja nicht abgeschlossen, sondern das eine ist wirklich nur das Arrangieren von Takes. Dann kommt natürlich das nächste hinzu. Ihr müsst das Ganze mit Geräuschen versehen. In der Szene sind die Geräusche, ja, ich habe sie so akzentuiert eingesetzt, weil die Leute sich wirklich auf den Dialog konzentrieren sollen. Sie sollen aber auch die Stimmung von dem Raum mitbekommen. Und da sie in einer Kerkerzelle sitzen, habe ich natürlich entsprechend auch dem Raumhall angepasst und mir auch entsprechende Geräusche rausgesucht. Wo es besonders wichtig war, das ist hier später, wenn die Zellentür geöffnet wird. In der Szene ist es so, dass David, der Handlanger von dem bösen Richard, reinkommt und sie bringen jetzt den Freund zurück, den sie vorher gefoltert haben, und werfen ihn so in die Zelle. Und das zeige ich euch auch mal eben ab hier. Wir werden eine Lösung finden. Aber wir müssen jetzt die Nerven behalten, verstehst du? Auch wenn es schwer fällt. Rein mit dir. Jan, Jan, was ist mit dir? Mein Gott, Jan, was habt ihr mit ihm gemacht? So, das ist die Szene. Und ihr hört, wie Jan quasi von den Wachen
zurückgetragen wird. Er wird so halb über den Boden geschleift, wird dann so ganz rüde in die Zelle gestoßen. Und dann gucken wir uns das jetzt mal einfach genauer an, was ich da gemacht habe. Noch ein bisschen größer. Und zwar sehen wir hier ist die Geräusche, ne, mein Geräuscheordner. Und das ist noch wirklich eine relativ übersichtliche Szene. Aber ich wollte euch ja nur exemplarisch zeigen, wie so eine Szene aufgebaut ist. So, ihr seht hier, ich habe verschiedene Schritte von den Plünderern. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, was das war. Mach ich nochmal. Ich habe hier die verschiedenen Schritte der Plünderer. Und die unterscheiden sich nicht nur in der Art, wie sie laufen, sondern auch in der Lautstärke. Ihr seht, ich habe hier die Lautstärke. Also sie kommen von weit weg, heißt es, das Signal ist leiser und wird dann halt ein bisschen lauter. Und sie kommen ja auch von woanders her. Das bedeutet, ich muss auch das Panning, also dieses Auspegeln von links und rechts ein bisschen beeinflussen. Und ihr seht, sie fangen hier auf der linken Seite an und bewegen sich hier langsam. Also kommt näher an die Gruppe ran. Und genauso mache ich das hier auch. Ihr seht hier, ne, also sie werden halt lauter und sie bewegen sich im Raum. Und genauso ist es auch hier. Hier seht ihr Jan auf Boden. Das heißt, hier hört man, wie so ein Körper über den Boden gezogen wird und dann wie er rüde reingeschubst wird. Und auch hier habe ich die Lautstärke, weil sie ja näher kommen, leiser von leise zu laut werden lassen und eben auch, dass man so einen Richtungswechsel hat. Das gleiche mache ich übrigens auch, wenn ich einen Dialogschnitt mache, versuche ich, dass die Stimmen nicht alle aus dem Zentrum kommen, sondern dass man die so ein bisschen variiert, dass der eine mehr von links, der andere kommt ein bisschen mehr von rechts. Das gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen mehr Räumlichkeit, als wenn die so nebeneinander stehen. Das finde ich eigentlich auch mal ganz schön und es geht bei manchen Hobby-Hörspielproduktion geht das so ein bisschen unter. Ihr seht zum Beispiel, den Simon habe ich hier so ganz leicht von links kommen lassen. Dann gucken wir uns mal die Laura an. Laura ist in dem Fall, glaube ich, im Zentrum. Und die Karin kommt so ganz leicht von rechts. Das hätte man jetzt noch durchaus stärker machen können, aber ich hatte mir gedacht, dass die Zelle, die sollte halt auch etwas kleiner wirken. Und deswegen wollte ich den Raum nicht ganz so gigantisch groß machen. Deswegen sind die relativ nah beieinander. Aber auch ganz wichtig, spielt ruhig ein bisschen mit dem Panning. Und ihr müsst natürlich auch darauf achten, wenn die Stimme, ich sag mal, von rechts kommt, dann müssen auch die Geräusche der Stimme von rechts kommen. Ganz wichtig. Zum Schluss gibt es dann noch den Effekt. Und zwar die Stimme, habt ihr ja gehört, die haben so einen kleinen Hall. Und dieser Hall soll eben auch den Raumhall der Zelle widerspiegeln. Und das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier Roomworks eine Effektspur angelegt. Hier habe ich mir ein Preset abgelegt, weil die Zelle kommt ja später nochmal vor. Und dann habe ich so einen einfachen Raumhall, der so ein bisschen passt, reingemacht. Und das kann man hier alles einstellen. Und dann habe ich später einfach nur den einzelnen Stimmen gesagt, hier, ne, bitte an die das Signal an den Effekt senden. So, und das heißt, immer wenn ich jede Stimme, der ist auch damit verbunden, bekommt dann halt diesen Raumhall. Streng genommen war es das auch schon, was den Dialogschnitt angeht. Das bedeutet, ich passe die einzelnen Spuren aufeinander an, ich arrangiere die einzelnen Takes, dass daraus ein ordentlicher Dialog entsteht, anschließend kommt die Vertonung, dann zum Schluss mache ich das Panning, das heißt, ich entscheide, wo kommt welcher Sound her, ne, und welcher Sprecher steht auf der linken Seite, welcher steht auf der rechten Seite, und dann wäre die Szene eigentlich auch schon durch. Der letzte Schritt wäre dann, wenn Musik vorkommt, würde ich das Ganze eben noch mit Musik versehen, die Lautstärken vielleicht noch untereinander so ein bisschen anpassen, weil es soll ja auch nicht übersteuern und manche Geräusche überlagern sich auch. Da müsst ihr einfach wirklich gucken, wie man die Lautstärken am besten einstellt, dass man jeden Sound noch ordentlich hört. Was ich euch noch erzählen könnte, ist, woher ich denn meine Sounds bekomme. Ich habe natürlich schon ein Tutorial gemacht, wo ich euch gezeigt habe, dass man selber die Sounds aufnehmen kann. Die Sounds über Cubase könnt ihr übrigens über die F5-Taste aufrufen.
Das sollte ich euch vielleicht auch nochmal erklären. Und zwar öffnet ihr damit die Media Bay. Das ist sozusagen ein Pool von all euren Sounds, die ihr auf der Platte habt. Dazu habe ich mir auf meinem Ordner halt ein Soundarchiv angelegt und habe ihm gesagt, bitte, guck bitte, wenn du nach Sounds suchst, immer in diesem Ordner. Und ihr seht hier, da sind eine ganze Menge Sounds drin. Hier ist zum Beispiel das Soundarchiv, was ihr euch auch kostenlos bei mir runterladen könnt auf meiner Homepage. Dann gibt es ein paar Archive, die ich gekauft habe. Ihr habt zum Beispiel die Boom Library, kurz mal hier, da seht ihr, da ist noch eine ganze Menge drin. Die Boom Library, da benutze ich das kostenlose Archiv. Wenn ihr euch da für den Newsletter anmeldet, kriegt ihr einmal im Monat eine Mail und da könnt ihr euch dann so ein paar Sounds kostenlos runterladen. Das sind immer nur so eine Handvoll, aber die sind halt kostenlos und die sind halt ordentlich, die Sounds. Warum sollte man sich das entgehen lassen? Hier Sound Library, das sind kostenpflichtige Soundpakete, die habe ich mir irgendwann mal zugelegt. Ich kaufe eigentlich in der Regel Soundpakete die kosten zwischen 30 und 50 Euro. Also viel mehr gebe ich dafür nicht aus, weil, wie gesagt, es ist eine Hobbyproduktion und die Kosten müssen ja irgendwo noch passen. Und eigentlich kaufe ich sie auch nur dann, wenn ich die halt nicht selber herstellen kann, die Sounds. Wie gesagt, in meinem eigenen Soundarchiv sind die Sounds, die habe ich halt selber erstellt. Dann gibt es noch so ein paar Free Libraries, das heißt, die sind tatsächlich komplett kostenlos. Die habe ich irgendwann mal, habe ich die irgendwo kostenlos runtergeladen, ich weiß es nicht mehr genau wo. Das ist so mein Portfolio, auf das ich immer so zurückgreife, mit denen ich dann meine Hörspiele so anreiche. Ja, das war es erstmal. Wie gesagt, Dialogschnitt an sich ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst auch ein bisschen aufs Timing achten. Und dann müsst ihr euch euren eigenen Workflow zurechtlegen, wie ihr so einen Dialogschnitt macht. Wie gesagt, meinen habe ich jetzt euch vorgestellt und ich hoffe, dass ihr damit so ein bisschen was anfangen konntet. Ich muss noch einmal kurz warten, bis die Sonne so ein bisschen weg ist. Ja. Das war mein Zweiteiler Dialogschnitt im Hörspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte einige Fragen beantworten. Wenn noch Fragen übrig sind, einfach in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Ich würde mich auch mega darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr meine Videos liked und vor allem, wenn ihr auch die Glocke drückt beim Abonnieren, weil dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Würde ich super finden. Dann bleibt mir noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Und hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.